Die Behörden machen es uns nicht leicht. Ja, es ist nicht nur so, dass sie nicht wollen, dass wir die Dawa verbreiten. Das wisst ihr, das habt ihr ja schon alle mitbekommen mittlerweile, wie oft sie uns Probleme machen. Nein, es gibt noch eine Sache. Sie wollen nicht einmal, dass wir bodenständig, eigenständig werden, indem wir unser Geld verdienen und. Warum? Natürlich, überlegt mal, wenn sie in den Zeitungen schreiben, der zum Beispiel arbeitslose Prediger, es hat eine ganz andere Wirkung, als wenn da steht der Händler oder sonstiges. Ja? Deswegen versuchen sie dich so runterzuhalten. Warum? Damit sie praktisch den Leuten das Bild so vorzeigen, ja, schaut mal, der hat es zu nichts gebracht. Also, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir haben einiges geschafft im Leben und wir haben ein Wirtschaftsstudium gemacht und sehr gut abgeschlossen, Alhamdulillah. Und Allah weiß, was wir gemacht haben, Alhamdulillah, wir haben eine Firma gehabt und. Und es sind Umstände passiert und zum Schluss haben wir, Alhamdulillah, uns einfach nur für die Dawa entschieden. Die Behörden machen es einem nicht leicht. Selbst wo ich meinen Laden in der Moschee hatte, liebe Geschwister, überlegt mal, ich habe da so einen einfachen Laden gehabt mit Kaugummis und Bonbons und alles drum und dran. So die süße Welt von Abu Bara in der Moschee. Und selbst da kamen sie mit, ich weiß nicht, Ordnungsamt, LKA, BKA, Verfassungsschutz. Ja, die wollten nicht mal, dass wir die Cents verdienen für den Laden. Auf jeden Fall. Wir wissen das, dass sie uns runterhalten wollen, aber Alhamdulillah, wenn sie denken, dass sie uns den Riss geben, wallahi, dann haben sie sich gewaltig geirrt.